Hallo meine liebsten Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen, feinen, gemütlichen Video hier auf meinem zweiten Kanal namens Prinz. Bin von meinem Festival zurückgekommen, bin jetzt ein bisschen entspannt. Also nicht wegen des Festivals, sondern weil ich seitdem ein bisschen ausgeschlafen habe tatsächlich. Alex, 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 Alex. Was musst du filmen, Alex? Das Festival an sich war zumindest für mich nicht entspannt, für alle anderen hoffentlich schon. Und jetzt geht's mal wieder ans Video machen und ich habe mir mal angeschaut, was in den letzten Tagen so veröffentlicht worden ist. Und da ist mir etwas aufgefallen, nämlich vom guten TJ ist mir ein Video in die Timeline gespült worden. Und das hat mich tatsächlich sehr schockiert, aber nicht aufgrund des Inhalts per se. Ja, und ihr werdet mich jetzt fragen, wie kann das sein, dass du da jetzt nicht schockiert warst oder so? Und schlicht und ergreifend deswegen, weil er nur einer von ganz vielen ist. Also sollten diese Anschuldigungen sozusagen zutreffen. Da ist sozusagen gerade von euch so ein kleiner Blick in den Abgrund geworfen worden. Aber ich muss euch leider sagen, da ist ein krasses Höhlensystem hinter diesem Abgrund. Und das geht verdammt viel tiefer als Steffen Ostwald. Schätzungen zufolge gibt es 300 bis 600 Sekten. In Deutschland mit über 2 Millionen Mitgliedern. Das kann man aber gar nicht so richtig einschätzen oder sagen. Beispielsweise Scientology hat gar keine Mitglieder, sondern nur Kunden. Ja, die sind da gar nicht in der Rechnung mit drin. Und es ist natürlich auch die Frage, ob der Steffen Ostwald überhaupt da mit in so eine Auflistung reinfällt. Hat er jetzt eine Sekte oder ist er halt einfach irgendein Guru, dem so einzelne Personen folgen? Was genau ist er und was macht er und wie kann man das einschätzen? Das kann man ja noch gar nicht so richtig absehen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieses Thema zum ersten Mal so richtig groß rausgekommen ist. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie krass das Leid sein muss, ja, wenn wir jetzt davon sprechen, dass es mindestens irgendwie sowas um die 2 Millionen gibt und da einfach so eine krasse Dunkelziffer, von der man überhaupt nicht einschätzen kann, wie groß sie eigentlich ist. Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich mich mit dem Thema schon sehr lange auseinandersetze, also mit Sekten und Kulten und Gurus und diesem ganzen Kram drumherum. Also das ist etwas, das fand ich schon immer wahnsinnig spannend, eben diese Abgründe der Menschheit, die haben mich schon immer irgendwie fasziniert. Ist vielleicht jetzt nicht das gesündeste Interesse, aber irgendwie so generell diese düsteren Themen. Ihr kennt mich ja mittlerweile und auf diesem Channel, was waren die ersten Videos? Genau, Creepypasta. Ihr wisst ja, dass ich in meinen Videos oft versuche, den generellen Zusammenhang herzustellen. Ja? Also, dass ich eine Beobachtung habe und daraus dann sozusagen die Zusammenhänge mit dem Gesamtkonzept dann hervorhebe. Einfach, damit ihr es dann besser versteht am Ende des Tages. Mir geht es bei diesem Thema aber jetzt um eine Sache und die ist verdammt wichtig. Ja? Auch wenn das Thema vielleicht in einer Woche schon wieder keinen mehr interessiert, ist es extrem wichtig. Menschen wie Steffen Ostwald, die können überall lauern und vor allen Dingen können auch ihr jederzeit Opfer ihrer Manipulation und ihrer Tricks werden. Wann das passiert, wann ihr gefährdet seid, wie sie das machen und wie man da wieder rauskommt, darüber sprechen wir heute. Also macht es euch ein bisschen gemütlich, denn das Thema wird es auf jeden Fall nicht. Nehmt euch was zu trinken und los geht's. Spirituelle Führer, Gurus oder wie man Menschen wie Steffen Ostwald nennt, die gab es schon immer. Vor allen Dingen in Phasen der Krise sprießen sie eigentlich wie Pilze aus dem Boden, weil Menschen nach Halt suchen, nach Leuten, die ihnen sagen, wie sie besser mit ihrer Situation zurechtkommen, wie sie vorankommen, wie sie wieder glücklich werden können oder wie sie sich in einer sich stark oder schnell verändernden Welt zurechtfinden können. Gab auch Gurus, die haben dir erklärt, dass du von Lichtnahrung in Papua-Neuguinea leben kannst, bis du dann verhungert bist. Das ist nicht erfunden, das ist tatsächlich passiert um die Jahrhundertwende. Da könnt ihr mal Christian Krachts Imperium lesen diesbezüglich. Bei lest lieber nicht, ist umstritten. Das hatte ich damals im Studium. Ja, Lichtnahrung, um das eigentliche Potenzial des Menschen zu entfesseln und über sich hinauszuwachsen. Das ist so diese eine Sorte, bei der es irgendwie um diese eigene Entgrenzung, die Verbesserung des eigenen Individuums geht. Und dann gibt es noch diese andere Form von Gurus, das sind dann diese sogenannten Doom Priests, die kennt ihr auch, bei denen alles irgendwie was mit Apokalypse zu tun hat. Und die weisen euch dann den Weg in das Himmelreich oder nach Alpha Centauri oder so, ne? Aliens, die euch abholen. Also der Weg zu meinen Verschwörungstheorie-Eisbergen ist an dieser Stelle auch immer sehr kurz. Es ist tatsächlich so simpel. Hat der Mensch Angst vor der Zukunft oder vor dem, was auf ihn zukommt, dann wendet er sich eben an Menschen, die eine Lösung oder einen Ausweg für die Situation parat haben. Und jetzt sagen wir alle fünfmal, wir sind keine Sekte, wir sind keine Sekte, wir sind keine Sekte, wir sind keine Sekte. Wir sind keine Sekte. Ja, also wie gesagt, Apokalypse und dann die, bei denen es um die persönliche Verbesserung geht. Und diese ganzen kommen in die Gruppe Gurus und Krypto-Gurus und so weiter und so fort, die lassen wir jetzt mal außen vor. Ne? Aber es hat auf jeden Fall auch was Spirituelles. Bevor wir jetzt aber die Frage klären, wie man erkennt, dass man von einem Guru beeinflusst wird,
woran man erkennt, dass man selbst gerade in einer Situation ist, wo man anfällig ist für sowas. Und wie man da wieder rauskommt, möchte ich bitte zuallererst noch einen Begriff klären oder die Art und Weise, wie man mit einem Begriff umgeht. Und das ist Narzissmus oder einem Narzisst. Mit dem Begriff wird ja auch oft um sich geworfen und auch TJ benutzt ihn als so eine Art Urteil, das quasi allumfassend ausdrückt, was eine Person irgendwie ausmacht, wie mit ihr umzugehen ist und welche Gefahr von ihr ausgeht. Und das halte ich für ziemlich gefährlich, weil es eben sich hier um psychologische Themen handelt, ja, um eine Persönlichkeitsstörung und keine Persönlichkeitsstörung ist so wie eine andere Persönlichkeitsstörung. Ich zitiere jetzt mal die Psychologin Dr. Eleanor Greenberg. Narzissten sind Menschen, denen es an Empathie mangelt, die sich selbst und andere Menschen nicht auf realistische Weise sehen können, die unglaublich egozentrisch sind, Leistung und Status schätzen und sich in ihrer frühen Entwicklung anpassen mussten. Sie überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten, sie idealisierten oder beneideten Menschen, die vermeintlich erfolgreicher seien oder einen höheren Status hätten. Sie werteten jeden ab, der sie kritisiert oder von dem sie glaubten, dass er unter ihnen steht. Ihr Leben ist eine einzige lange Suche nach externer Bestätigung und Perfektion. So, und das ist nämlich die moderne Betrachtung von Narzissmus. Die verzweifelte Suche nach Bestätigung und Anerkennung durch andere. Es gibt darüber hinaus auch gesunde narzisstische Wünsche beispielsweise. Also das ganze Thema ist ziemlich groß und ziemlich komplex und man wird dem nicht gerecht, indem man nur sagt, das ist Narzisst. Logisch, dass das so ist. Was Narzissten allerdings nicht sind, sind folgende Dinge. Sie sind nicht immer böse. Viele tun beispielsweise gute Dinge für die Allgemeinheit. Das hat jetzt vielleicht auch größtenteils was damit zu tun, dass es um die eigene Anerkennung geht. Klar, aber trotzdem. Sie sind nicht alle unmoralische Vampire, die alles Gute aus dir raussaugen. Die wenigsten sind auch wirklich charmant oder manipulatorisch gewieft oder selbstbewusst. Hier wurde in dem Artikel beispielsweise der Vergleich mit Schauspielern gebracht. Das ist quasi wie auf gute Schauspieler zu treffen. Es ist tatsächlich ziemlich ähnlich sogar. Das betrifft dann halt auch nur eine gewisse Anzahl von denen. Und vor allen Dingen muss man sagen, dass Narzissten nicht generell Menschen absichtlich verletzen. Das sind einfach ganz normale Menschen wie du und ich, die einfach eine ganz spezifische Persönlichkeitsstörung haben. Eine Persönlichkeitsstörung, die leider auch nicht so einfach zu therapieren ist. Aber sie leiden auch selbst unter dieser Persönlichkeitsstörung wie andere Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. Und ich finde es schwierig, das so zu stigmatisieren, gerade in so einem Kontext, wo da noch viel dazukommt. Jetzt reden wir mal über die, die wirklich Böses anrichten. Und zu dieser Sektenthematik gibt es wirklich unzählige Beispiele und die bekanntesten findet ihr beispielsweise bei Sekten und Kulte, das ist so ein Podcast auf Spotify, den ich ziemlich feiere. Dann findet ihr einige einzelne Beispiele auch auf meinem Hauptchannel, bei meinen Eisbergen. Da kommen wir immer mal wieder auf Sektengeschichten zu sprechen. Wie gesagt, ich beschäftige mich da jetzt schon seit Jahren mit solchen Fällen und Steffen Ostwald ist im Vergleich zu den bekannten Themen ist wirklich ein kleines Licht noch. Gott sei Dank. Da trifft wirklich einiges zu, was man über Sekten sagen kann, dass er beispielsweise ja auch ein Buch veröffentlicht hat, wo diese Lehre drinsteht, diese Wahrheit, wo sich die Jüngerinnen, kann man das so sagen? Ja, nachzurichten haben beispielsweise. Ich kann jetzt natürlich nicht ganz ausführlich auseinanderklamüsern, was da psychologisch alles dahinter steckt. Das ist nämlich ein extrem komplexes Thema. Man kann aber erstmal grundsätzlich sagen, es geht hier vor allen Dingen um Macht. Und Macht ist eine Droge, die gerade bei Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl, was auf viele Narzissten zutrifft, einen ganz unguten Einfluss hat. Um mal Jürgen Wirth zu zitieren, Machtfantasien dienen häufig der Überwindung unerträglicher Ohnmachtsgefühle. Gehen Narzissmus, Macht und Aggression eine enge Verbindung ein, kommt es zu destruktiven und selbstdestruktiven Entladungen. Die Ausübung von Macht, der pathologische Narzissmus und der irrational-fanatische Glaube stellen Strategien dar, um die Abhängigkeit von Bestätigung durch andere zu verleugnen. So, und da sind wir jetzt nämlich bei der moderneren Betrachtung des Narzissmus, die weggeht von der Freudschen Betrachtung, die nämlich eben davon ausgeht, dass der Narzisst sich immer im Widerspiegeln mit den anderen befindet. Ne? Also dass immer ein Feedback von außen kommen muss, der diesen Narzissten bestätigt. Das ist jetzt ein guter Teil der Erklärung, warum Menschen zu spirituellen Führern werden. Aber wieso fangen wir auf die rein? Ich zitiere nochmal. Im fanatischen Glauben an die übermenschliche Macht der Führerfigur versucht das Subjekt, die eigene Omnipotenz durch eine Unterwerfung zu sichern, die mit der heimlichen Fantasie verbunden ist durch Überidentifikation mit der als übermächtig erlebten Autorität, an deren Macht zu partizipieren. Gesundheit.
Bienchen für alle, die das jetzt verstanden haben. Ich breche das nochmal runter und fasse das ein bisschen zusammen. Also bin ich cool mit einem Gott, kann es sein, dass ich auch ein ganz kleines bisschen göttliche Macht mit abbekomme. Es geht einem einfach besser mit einem Führer. Jemanden, der einem sagt, wo es lang geht. Und merkt ihr was? Das ist so ein bisschen wie in der Kindheit, ne? Also es ist ein Rückfall in die Kindheit, wo man selbst nicht verantwortlich war, was zu tun war. Es wurde einem gesagt und das ist einfach. Da kann man sich zurücklehnen und sagen, jemand, der es bestimmt besser weiß als ich, der hat mir gesagt, so wird's gemacht. Das kann ja nur gut werden. Klar muss man sich auch darauf einlassen wollen und deswegen trifft das eben Menschen, die eine gewisse Leitung nötig haben, beziehungsweise eben sich in einer schwierigen Phase befinden. Aber wie gesagt, es geht psychologisch jetzt sehr tief rein. Das hier ist YouTube, ist vielleicht echt ein bisschen too much. Ich verlinke euch da unten mal was. So, kommen wir jetzt mal zu einer grundlegenden Frage, nämlich, wer ist eigentlich anfällig dafür? Also grundsätzlich muss man sagen, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Also wenn ihr in eine solche Sekte gefallen seid, dann müsst ihr euch nicht dafür schämen, darüber zu sprechen, wenn ihr da wieder rausgekommen seid. Ganz im Gegenteil, es ist sehr wichtig, dass man darüber spricht, dass man darauf hinweist, was da passiert ist und so weiter und so fort. Wahnsinnig wichtig. Ist auch ein Grund, warum man eben relativ wenig darüber erfährt, weil die, die sozusagen dann aussteigen, oftmals einfach diese Scham haben. Aber es hat mit der Intelligenz nichts zu tun. Nämlich zum einen hat es damit etwas zu tun, dass man einfach noch gar nicht weiß, was man will. Junge Menschen beispielsweise fallen oft in die Fänge von Sekten oder Hände solcher Menschen wie dem Herrn Ostwald, weil sie, wie gesagt, noch nicht so richtig einschätzen können, was ist korrekt, was ist falsch, wie funktionieren Dinge, wie will ich eigentlich funktionieren, wer will ich sein, wo will ich hin? Und zum anderen eben auch nochmal verbunden mit prekären Verhältnissen, aus denen man kommt, also Verhältnisse mit wenig Möglichkeiten, mit wenig finanziellem Spielraum, auch oftmals ein Umfeld, wo Glaube eine große Rolle spielt einfach, also wo der Glaube einfach auch tief angelegt ist in der eigenen Weltwahrnehmung. Und dann sind das halt einfach, und ich glaube, das ist auch wirklich das größte Thema, Persönlichkeits- und Sinnkrisen, also wenn die eigene Realität über den Haufen geworfen wird und man sich selbst irgendwie sammeln muss oder eben eine Leitung finden muss oder einen Weg durch den Alltag finden muss. Das ist dann dieser Moment, wo es kritisch wird. Und wenn ihr euch in so einem Moment befindet, dann seid ihr sehr anfällig, da eben den falschen Menschen und den falschen Lösungen zu vertrauen. Wenn man dann also in einem destabilisierten Zustand ist, nach Antworten sucht, nach Leitung sucht und eben in die Fänge einer solchen Organisation gerät, dann passieren folgende Dinge, nämlich Gehirnwäsche, Bewusstseinskontrolle und schlicht und ergreifend Indoktrination. Also man wird von vorne bis hinten mit dieser, mit diesem Glauben, mit den Glaubensrichtlinien zugemüllt, bis man eben selber glaubt. Anders. Das ist natürlich ein bisschen komplexer als, ja gut, man wird jetzt mit Informationen beworfen. Deswegen, woran merkt man denn, dass man jetzt hier in einer Situation ist, wo Dinge passieren, die schlecht für einen sind? Woran merkt man das? Naja, dass man beispielsweise zur Selbstaufopferung angetrieben wird. Ja? Dass man weltlichen Besitz hinter sich lässt, dass man Vermögenswerte abgibt, dass man seine Arbeit in den Dienst der Gemeinschaft stellt. Also vollkommen und komplett ohne Lohn dafür zu bekommen. Also das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, da müsste eigentlich jeder sofort merken, wait a minute. Dass im Zusammenhang damit absoluter Gehorsam gefordert wird. Ja, also eine komplett diktatorische Struktur, die vielleicht auch nur zum Schein irgendwie demokratische Prozesse irgendwie zulässt. Das ist auch ganz, ganz großes Nope, was damit einhergeht. Was auch wieder, was ein bisschen defiziler ist, aber auch mit der Selbstaufopferung und dem absoluten Gehorsam zusammenhängt, ist Ablenkung durch Arbeit, also durch körperliche Arbeit, durch krass viel Arbeit, durch permanente Arbeit davon abgelenkt werden zu denken, Dinge in Frage zu stellen. Also die ganze Zeit beschäftigt sein, dass man überhaupt nicht in Frage stellen kann, was man da währenddessen die ganze Zeit an Indoktrination bekommt. Da müsste man schon merken, das ist nicht gut gerade, was da passiert. Dann, was für mich das krasseste No-Go eigentlich ist und womit es immer anfängt tatsächlich, das habe ich jetzt auch so gelernt, nachdem ich mich eben mit vielen Sekten beschäftigt habe, wo ich mich auch immer gefragt habe, man ist nicht in der Situation, klar, aber wo ich mich immer gefragt habe, wie kann es sein, dass man das zulässt, nämlich dass man sich komplett von seiner Außenwelt abkapseln lässt und von seiner Familie. Dass die Familie sozusagen als gefährlich und belastend für den weiteren Prozess dargestellt wird und man sozusagen jedweden Kontakt zu Freunden und Familie aufgeben soll. So, und damit hat man sozusagen den Einfluss von außen, der dich retten könnte, der die Wahrheit sozusagen dann doch eintrichtern könnte.
nachdem man hier Gehirn gewaschen wird. Dadurch, dass das abgekattet wird, dass die einzige Verbindung zur Außenwelt abgekattet wird, begibt man sich echt in eine große Gefahr. Dann sollte man auf jeden Fall schnell Reis ausnehmen, wenn das komplette Weltbild dekonstruiert wird. Ja, wenn alles, was man vorher zu glauben gedacht hat, nicht mehr richtig sein soll. Dass man sagt, ja, dieses ganze System, in dem du dich befindest, alles ist komplett erstunken und erlogen, schwurbel, schwurbel. Das ist auch so ein Punkt, die Infragestellung der kompletten Realität. Da sofort Reis ausnehmen. Was natürlich in einer Phase, wo man selbst diese Realität infrage stellt, wo man natürlich sehr anfällig ist. Ist also wahnsinnig gefährlich an diesem Punkt, weil man eben anfällig ist dafür. Dann ein absolutes No-Go, wenn man Substanzen zu sich nehmen soll, um bewusstseinserweiternde Zustände zu erlangen. Das ist halt hart übergriffig, genauso wie Aufforderungen zu sexuellen Praktiken. Also das ist ein Punkt, das ist so übergriffig, dass da jedwede Kooperation sofort eingestellt werden müsste. Was allerdings bei vielen von diesen Sekten einfach auch so schleichend passiert, auf so einer zwischenmenschlichen, fast auf einer Beziehungsebene, ne? Dass man dann halt so einen Partner dann plötzlich hat und macht dann das und das und für die Spiritual Guidance. Also extrem unterschiedlich, wie das umgesetzt wird. Die wenigsten fallen auch tatsächlich langfristig darauf rein. Also das führt uns jetzt zu der Frage, wie kommt man da wieder raus, wenn man einfach das nicht mehr mittragen will. Wenn es einfach zu viel wird, bemerken die Leute, hier stimmt irgendwie was nicht. Und dann müssen dann Menschen von außen da sein, die diese Menschen auffangen. Ja, gerade auch dieser Punkt der Scham, dass einem eingeredet wird, dass man halt einfach wertlos ist und das, was man hier gemacht oder erlebt hat, dass einen das sowieso komplett aus der Gesellschaft ausschließt, ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist tatsächlich fraglich, ob es am Ende des Tages hilft, so eine harte Konfrontation zu fahren. Das könnte dazu führen, dass man die Person von sich abstößt. Sich selber daraus zu befreien, ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Das Punkt ist halt, wenn man da rein gerät, dann ist man eben schon... Ich glaube, da ist es wirklich wahnsinnig wichtig, dass man von außen Unterstützung erhält und dass Angehörige helfen. Wenn ihr bemerkt beispielsweise, dass man in eurem Umfeld Menschen beobachtet, die sich irgendwie seltsam verhalten oder abkapseln und so weiter und so fort. Es ist wichtig, dass da von außen Unterstützung kommt und dass ihr den Menschen da irgendwie helft. Ja, und dann kommt da noch hinzu, es wird ja auch Druck ausgeübt, in diesen Sekten zu bleiben, ja, bis hin zu Morddrohungen und dergleichen. Und dementsprechend schwingt dann auch eine Todesangst mit bei diesen Menschen, die versuchen, da rauszukommen. Und die wird niemals wirklich gehen. Und alleine die psychologische Nachbereitung dieser Fälle ist extrem komplex, ja. Beispielsweise wird ja das komplette Selbstbildnis dekonstruiert, das komplette Weltbildnis dekonstruiert. Man stellt sich die Frage, wer ist man überhaupt, ja? Was von mir ist eigentlich echt? Was kam durch diese Sekte dazu? Und darf ich überhaupt ich sein oder darf ich eben nur dieses unterwürfige Stück Existenz sein, das ich in der Sekte war sozusagen? Darf ich Leuten Grenzen aufzeigen? Ja, also alleine dieses Autoritätsthema, dieses Selbstaufopferungsthema, also diese komplette Umpolation der eigenen Persönlichkeit spielt da eine große Rolle. Also es ist ganz, ganz schlimm, was Menschen da psychologisch, emotional, körperlich angetan wird. Und dieses Thema ist immer noch extrem aktuell, vielleicht sogar noch aktueller als vor ein paar Jahren, weil ja auch Esoterik eine immer größere Rolle spielt und die wird auch immer eine immer größere Rolle spielen, je größer die Krise ist, in der wir uns befinden. Und deswegen wird auch mein nächstes Thema auf YouTube Esoterik sein, glaube ich. Ich werde mich damit jetzt mal ein bisschen auseinandersetzen. Ich kann hier natürlich in so einem Video nur mal ganz kurz dieses Thema aufgreifen und umreißen. Ich kann weder psychologisch extrem tief reingehen, noch die Sektendynamiken vergleichen und aufschlüsseln. Ich dachte nur, vielleicht ist das der Weg weiter, den es sich lohnt zu gehen, nachdem man jetzt sozusagen auf dieses Ostwald-Thema gestoßen ist von TJ und sich vielleicht auch selber in Situationen so ein bisschen im Auge behalten, dass es da nichts gibt, wo man am Ende in eine solche Struktur reinfällt. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ihr da aufpasst und euch nicht verliert. Falls ihr selber Erfahrung gemacht habt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Mut habt, darüber zu sprechen, unten in den Kommentaren, aus aufklärerischen Gründen selbstverständlich. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Habt auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ja, schön, dass ihr es hierher geschafft habt. Bis dann, Tschüssikowski.